Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Psst! Nicht weiter erzählen. Was erwartet uns Monat Mai 2018? Wir können mit Neuigkeiten rechnen. Eine Nachricht bringt Neuigkeiten oder wir haben ein neues Angebot, beruflich oder in die wohnlichen Situation, ein Angebot, ein Haus oder eine Wohnung oder ein neues Angebot, was die Auto betrifft. Diese Neuigkeiten bedeutet auch neue Begegnungen, Freundschaften, Bekanntschaften oder eine neue Liebe. Auf diese Neuigkeiten können wir vertrauen. In die Liebepartnerschaft läuft vielleicht nicht alles nach unserem Wunsch, aber wir sollen nachfragen, warum. Dann bekommen wir auch die Antwort und wir verstehen die Zusammenhänge. Es ist etwas da, worauf schon lange warten. Entweder, dass jemand zurückkehrt oder warten wir auf eine Nachricht oder ein Angebot oder wir möchten etwas kaufen. Wir warten auf etwas und das trifft ein. Die Finanzen verbessern sich, aber wir sollen achtsam sein auf eine Reise. Entweder sollen wir achtsam sein bei den Buchungen, die Preise vergleichen, weil das kann teuer sein. Oder wenn wir auf einer Reise sind, auf dem Geld achten, dass das nicht ein Diebstahl passiert. Die Sorgen werden weniger sein, aber etwas bedrückt uns noch im ämtlichen Situation oder in die Schule. Entweder der Termin klappt nicht oder haben wir Schwierigkeiten im Ämtern oder in einer rechtlichen Lage geht nichts voran oder in die Schule Prüfungsangst oder die Kinder haben Themen in die Schule, also da müssen wir noch etwas bewältigen. Aber jemand reicht die Hand, irgendjemand, womit wir gar nicht gerechnet haben. Wir werden Monat Mai kreativ sein, eine kreative Tätigkeit oder Hobby, oder wir verschönern etwas zu Hause oder kaufen wir ein schönes Kleid und wir zeigen auch Geschmack. Die Farbe Blau und Weiß hat eine Bedeutung. Die gemeinsamen Räumlichkeiten lösen sich auf. Das kann eine gemeinsame Praxis sein oder kann auch in die Partnerschaft bedeuten, dass jeder den eigenen Weg geht, aber sie wohnen noch zusammen. Da gibt es eine Lösung, weil wir werden jetzt die passenden Räumlichkeiten finden und kommt zu einem Umzug. Monat Mai können wir genießen, weil die Sorgen werden weniger sein, wir haben mehr Lebensfreude und auch mehr Freizeit für uns selbst, dass wir in Freizeit etwas unternehmen können. Und wo liegt die Kraft am Monat Mai? In Vernunft liegt die Kraft. Und das war mein Monatshoroskop oder Monatsbotschaft, aber pst, niemand weiter erzählen. Was ihr aber erzählen könnt, das sind die Blitzberatungen. Ja, das kommt sehr gut an. Was ist es und wie funktioniert das? Es sind E-Mail-Beratungen. Das heißt, ihr schreibt mir ein E-Mail. Ihr könnt das ausführlich schreiben. Ich nehme die Zeit dafür und ich beantworte diese E-Mails blitzschnell. Das heißt, noch im selben Tag, alles spätestens, im nächsten Tag habt ihr schon die Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert und das sollt ihr weiter erzählen.
Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.